Hallo, mein lieber Wassermann, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Wassermann, ich hoffe, euch geht es allen gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Wir machen heute eine allgemeine Legung, und zwar handelt es sich hierbei um eine zeitlose Legung. Das Video wird dich erreichen, wenn es sein darf, und du wirst auch fühlen, wenn du darin wichtige Informationen für dich finden wirst. Ganz, ganz wichtig, lieber Wassermann, biege nichts zurecht, hör da wirklich auf deine innere Stimme. Sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht, weil nicht jede Nachricht wird wahrscheinlich für dich sein. Darum bleib wirklich deiner inneren Stimme treu und vertraue darauf, dass du die wichtigsten Botschaften, die im Moment wichtig sind für dich, auch hören und annehmen darfst. Lieber Wassermann, falls du dich für Karma-Numerologie, Schicksalsmatrix und Astrologie interessierst, darfst du mir gerne auch auf Instagram folgen. Dort mache ich auch immer wieder kostenlose Impulsanalysen. Auch jetzt nächste Woche werde ich wieder eine Aktion starten, bin mir aber noch nicht ganz sicher, zu welchem Thema. Letztes Mal hatte ich das Thema Lebensaufgabe und jetzt mal schauen, welches Thema ich wähle. Vielleicht Karma, Lernaufgabe, Wesenskern, Thema Spiritualität, Ahnenlinie, was auch immer, schaue ich mal, was sich das Thema interessiert und du nichts verpassen möchtest, weil diese Aktion mache ich immer in der Story auf Insta. Darfst du mir gerne dort ein Abo dalassen und immer wieder mal reinschauen, weil eben ich werde wahrscheinlich Anfangswoche das Thema verkünden, dann kann man sich bewerben und Ende der Woche picke ich dann so 4 Personen heraus, die einen Impuls bekommen zu diesem Thema. Ja, lieber Wassermann, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Wassermann, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Was darfst du dir zu Herzen nehmen? Wo darfst du hinschauen? Lieber Wassermann, was ist wichtig für dich? Lieber Wassermann, was ist wichtig für dich? Interessant. Wir haben hier die Suche und Verbindung. Achte dich ganz, ganz stark drauf, lieber Wassermann, vor allem wenn du vielleicht spazieren gehst und du dir Gedanken machst. Falls du einer Feder begegnest, achte dich darauf, an was hast du gedacht? Was hast du dich selbst gefragt? Weil die Feder könnte ein Hinweis auf deine Gedanken sein, vielleicht auch eine Art Bestätigung. Vielleicht fragst du dich selbst etwas und dann siehst du eine Feder. Nimm die Zeichen wahr. Ich habe auch das Gefühl, es könnte auch die Zahl 8 wichtig sein, falls du der 8 oft begegnest. Und dem Symbol eines Drachens. Also wenn du einen Drachen siehst, Drachenkopf, keine Ahnung, ein Symbol von einem Drachen oder die 8. Falls du oft die 8 siehst, frage dich auch selbst, an was hast du eben gedacht? Waren deine Gedanken in diesem Moment? Weil es kann sein, dass die 8 dich darauf hinweisen möchte, in diesem Bereich in der Balance zu bleiben und auch mutig zu sein. Es kann sein, dass du in diesem Bereich erfolgreicher wirst, als du denkst. Einfach, wenn du irgendein Thema hast, wo du dir Gedanken machst und dann plötzlich die 8 siehst, vielleicht auch 8 Uhr oder 8 Uhr 08 oder du siehst irgendwo die ganze Zeit die Zahl 8. Also Feder, die 8 und den Drachen sehe ich einfach ganz stark, können wichtige Hinweise sein. Ansonsten sehe ich, dass du auf der Suche nach etwas bist. Die Suche nach einem Weg, die Suche nach Wissen, die Suche nach vielleicht auch Lösungen, nach der Berufung. Also hier ganz, falls du ein Thema hast und du findest dich gerade auf einem Weg wieder, wo du eher der Suchende bist oder die Suchende,
habe ich das Gefühl, geht es auch darum, dich mit dir selbst zu verbinden. Verbinde dich wirklich aktiv mit dir selbst, mit deinem Wesenskern. Also suche nicht im Außen, suche in dir drinnen. Das ist das eine, was ich wahrnehme, was ich auch sehe, ist, vor allem wenn du schon länger Single bist und du auf der Suche nach Liebe bist, könnte hier eine Herzensverbindung kommen. Also hier kommt generell ein Herzensangelegenheit. Es kann sein, dass du etwas findest, was dir wirklich wichtig ist und du wirklich auch leben möchtest. Eine Herzensangelegenheit. Du wirst es fühlen. Vielleicht weißt du auch schon, was das ist. Wenn du schon weißt, was das ist, dann ist das wirklich eine Aufforderung, das mehr zu leben. Schauen wir mal, lieber Wassermann, was ist denn dein Hauptthema? Lieber Wassermann. Aus der Schwerter und König der Stäbe. Vielleicht hast du es mit einem Feuerzeichen zu tun. Muss nicht zwingend sein. Hier könnten wichtige Gespräche kommen. Oder Informationen. Ich sehe hier Chance für einen Tisch machen. Dir selbst Antworten geben. Also ich habe das Gefühl, du könntest eventuell, wenn du dich wirklich auf das Thema, was liegt mir auf dem Herzen, was ist mir wirklich wichtig im Leben, und zwar aus dem Herzen befasst, könntest du hier Antworten bekommen. Ich sehe hier auch, es könnte auch um das Thema Unternehmertum gehen und dass du hier einen wichtigen Teil entdeckst, was du vielleicht noch zu wenig gelebt hast, falls du das Thema Beruf hast. Ansonsten sehe ich hier wirklich, geht es um diese Feuerenergie, es könnte um diese Person gehen, wo Gespräche auf dich zukommen. Also ich sehe hier wirklich wichtige Gespräche mit einer Person. Schauen wir mal, aus der Schwerter, warum? Der Magier. Eventuell findest du eine Art neues Wissen oder dir wird klar, welches Wissen du fördern möchtest oder welches Talent du hast. Vielleicht ist dir ein Talent gar nicht bewusst, das ist oft so. Das ist oft so, weil wir schon, wenn wir klein sind in der Schule, oder wir fokussieren uns immer auf die Dinge, die wir nicht können. Alle. Das fängt schon bei den Eltern an. Und vergessen dabei, den Fokus auf die Dinge zu setzen, die man eben gut kann. Und dann geht das wie verloren. Man sieht nur das Schlechte. Und hier sehe ich einfach, dass du eine Klarheit bekommst, mit welchem Wissen oder mit welcher Fähigkeit du in die Welt hinausgehen möchtest. Vor allem, wenn du das Thema Beruf hast, könnte es sein, dass du ganz stark dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Welches Wissen, welche Fähigkeit möchtest du erlangen oder möchtest du jetzt hinaustragen, falls du schon ein Wissen erlangt hast oder eine Fähigkeit? Du bekommst hier eine Antwort. Vielleicht hast du x Kurse gemacht und du kannst dich wie nicht entscheiden, was soll ich jetzt hinausbringen? Wie, was, wo? Hier findest du Antworten. Ich sehe auch vor allem in der Liebe, dass hier eine Manifestation wahr wird. Also hier könnten Gespräche kommen, wenn du das Bedürfnis hast, mit jemandem zu sprechen oder eine Antwort zu bekommen, könntest du eine Antwort bekommen. König der Stäbe. Ja. Aber ich sehe auch, dass sich diese Person zuerst noch überlegt. Eventuell geht es auch um das Thema, wollen wir es nochmals versuchen? Möchte ich dem nochmals eine Chance geben? Entweder fragst du dich das oder dein Gegenüber. Also ich sehe hier, jemand ist wirklich so in der Energie von, soll ich die Chance annehmen oder nicht? Entweder bist du das oder dein Gegenüber. Also du kannst auch drehen, ganz, ganz wichtig. Was ich aber auch sehe, ist, dass, falls du das Thema Beruf hast, Selbstverwirklichung, dass du eine Fähigkeit vielleicht auch ein bisschen schleifen möchtest, daran arbeiten möchtest und dir jetzt wirklich überlegst, soll ich das tun? Soll ich das erweitern? Soll ich das angehen? Vielleicht merkst du, dass du einen Bezug zu Tieren hast, Tierkommunikation, und du hast vielleicht so ein bisschen Kurse gemacht, aber nie richtig vertieft. Du bist wie nicht all-in gegangen. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo du die Antwort bekommst, all-in zu gehen. Solche Entscheidungen könnten auf dich zukommen. Auch deine Berufung erkennen oder was gehört zu deinem Herzen, eben ein Teil der Berufung sehen.
Und in der Liebe eben geht es darum, möchte ich diese Chance annehmen oder nicht. Bei einigen geht es auch um Vergangenheitsverbindungen, ob man eine Verbindung nochmals eine Chance geben möchte. Könnte mit einem Feuerzeichen sein, muss aber nicht. Was ist denn der Stolperstein, das Hindernis, lieber Wassermann? Die Königin der Schwerte, ja, musst ein bisschen schauen, dass du in deiner Kraft bleibst. Bleib in deiner Energie. Ganz, ganz wichtig. Bleib dir treu. Ich habe das Gefühl, es geht ganz fest um Treue. Bleib dir treu, also tu nicht etwas, was gesehen werden möchte, sondern bleib dir wirklich treu. Also komm in deine Kraft, lieber Wassermann, weil ein Wassermann schämt sich nicht für seine ausgefallenen Visionen. Klar muss der Wassermann vielleicht ein bisschen Piano machen und das Schritt für Schritt rausbringen, weil halt es eine Zeit braucht, um vielleicht von der Gesellschaft angenommen zu werden. Aber es wird immer angenommen. Es braucht einfach manchmal etwas Zeit. Aber bleib dir wirklich treu. Also hier geht es um die Treue zu dir selbst, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn du eine Entscheidung triffst. Also nicht eine Entscheidung aus Trotz treffen, nicht eine Entscheidung aus Angst treffen. Wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, frag dich selbst, entscheide ich jetzt aus Angst? Entscheide ich jetzt aus Trotz? Entscheide ich jetzt aus Wut? Entscheide ich jetzt einfach aus der Logik her? Oder entscheide ich aus dem Herzen? Entscheide ich so, dass ich das Gefühl habe, mir treu zu bleiben? Oder entscheide ich so, dass ich der Gesellschaft treu bleibe? Also ich hoffe, du weißt, auf was ich hinaus möchte. Weil Königin der Schwerter, ich sage immer, das sind Vorbote für Entscheidungen. Vorbote für Klartext reden, entweder zu dir selbst Klartext reden oder mit jemandem. Warum Königin der Schwerter? Ja, du bekommst ganz viele Zeichen. Eben, ich nehme auch Zeichen wahr. Achte dich darauf. Was siehst du? Was für Bilder kommen? Träume? Wenn du rausgehst, was für Worte hörst und die dir vielleicht auffallen? Was kommt sonst noch? Wassermann? Ja, muss ein bisschen mutig sein, habe ich das Gefühl. Fünfter Schwerter, nicht jede Person wird begeistert sein von dem, was du tust. Nicht jede Person wird ehrlich sein, lieber Wassermann. Es gibt einige Personen, die dir wie ihren Weg aufhalsen wollen, obwohl das vielleicht nicht dein Weg ist. Ich sehe hier auch ein bisschen Neid, dass einige so ein bisschen neidisch sind, dass du deinen Weg gehen möchtest, dass du dir erlaubst, vielleicht auch zu hoffen, vielleicht auch jemandem nochmals eine Chance zu geben oder die Suche nach der Herzensstimme, nach dem Herzensmenschen oder Herzensprojekt. Lass dich nicht beirren, weil denk dran, das hat mal ein, ich weiß nicht mehr, welches Medium das gesagt hat, sie hat immer, es war eine Frau, ich weiß aber nicht mehr wer, war es Russo? Ich weiß nicht, ob es Russo war. Sie hat gesagt, falls es sie war, vielleicht war es auch jemand anderem, urteile nie über einen Weg von jemandem, weil du kennst den Seelenplan nicht von dieser Person. Du kennst ihn nicht, darum kannst du nicht urteilen über diesen Weg, weil jeder Mensch hat seinen eigenen Seelenplan. Und es kann sein, dass einige Menschen deinen Seelenplan verurteilen oder dich nicht verstehen, dir so ein bisschen einreden und so ein bitteres Gefühl geben, bleib dir treu. Du fühlst, was dein Herzensprojekt ist. Dein Herzensweg. Könnte auch mit dem Thema Ausland zu tun haben, weil wir haben hier die Welt. Vielleicht ist dein Herzensprojekt im Ausland. Dann geh es an. Weil ich sehe, hier könnten Zweifel kommen. Zweifel bezüglich Entscheidungen, Zweifel vielleicht von eben diesen fünfter Schwerter-Energie. Es kann auch die Selbstsabotage-Energie sein, oder? Ich sehe, dass sich bei dir wie ein neuer Kreislauf öffnet. Etwas Großes möchte kommen. Ich habe auch das Gefühl, etwas, vor allem beruflich etwas Globales. Also wenn du das Thema Beruf hast, ist es wichtig, dass du groß denkst, international denkst. Habe ich jetzt ganz stark das Gefühl, auch wenn du dich in einem Bereich vertiefen möchtest, Fokus auf
internationale Weiterbildung, also nicht nur auf der Landesebene, also nicht nur nach Weiterbildungen in Deutschland suchen, Schweiz und Österreich, schau größer, schau weiter. Nehme ich einfach fest wahr. Für einige, ansonsten sehe ich auch das Thema Ausland hier stark liegen, eben vielleicht etwas vom Ausland lernen oder vielleicht befindet sich ein wichtiges Herzensprojekt im Ausland. Und du hast diese Sehnsucht, dieses Fernweh. Die Welt kann auch einfach auf Sehnsucht hindeuten, dieser Herzensmensch. Was es um Liebe geht, könnte die Person aus dem Ausland kommen oder eine Fernbeziehung, muss aber nicht sein. Ich sehe aber, dass hier Zweifel da liegen, mit 10 der Schwerter und einer Art Cut. Das tut dir weh. Wir schauen gleich nachher ein bisschen weiter rein. Es ist, als wäre etwas wie durchgestrichen. Schauen wir mal rein. Warum die Welt, lieber Wassermann? Ritter der Kelche. Ui, hier ist was Großes. Aber ich glaube, du darfst wirklich deiner Herzensschimmer treu bleiben. Du musst sogar, wenn du dieses Große haben möchtest, könnte es eine große Liebe, die kommen möchte. Könnte auch im Ausland passieren. Oder die Person lebt nicht in einer anderen Welt oder hat eine andere Kultur, kann auch sein. Aber es ist, als wäre vielleicht die Person ganz anders, als du gewohnt bist. Es ist, als würde sich ein Kreislauf jetzt schließen, damit ein neuer beginnt. Falls es um eine vergangene Person geht, sehe ich, dass die Welt dich auffordert, ein Thema zu schließen. Weil es braucht wie eine neue Geschichte zwischen euch. Es darf wie neu aufblühen, nicht das alte aufwärmen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Nicht aufwärmen, sondern neu erblühen. Hier möchte wirklich etwas neu erblühen. Auch beruflich gesehen, falls du immer schon mal im Ausland arbeiten wolltest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Hier will ich auch groß denken. Erlaube dir, groß zu denken, wenn du das Thema Beruf hast. Jetzt schauen wir uns 10 der Schwerter an. Fühlt sich ganz stark nach Zweifel an. Es kann sein, dass du eine unerwartete Information kriegst, die du so nicht erwartest. Also eventuell bekommst du eine Information oder du begegnest einer Person. Vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen missverstanden oder hintergangen. Ich habe das Gefühl, das könnte eine Person sein und du hast dir etwas von dieser Person gewünscht und jetzt hat die Person dir aber das Gegenteil bewiesen. Vielleicht hast du dir Unterstützung gewünscht, dass die Person dir vielleicht mental beisteht oder deine Träume ebenfalls ja, gut heißt. Und jetzt passiert aber eher das Gegenteil. Also ich sehe hier eine Art Enttäuschung. Enttäuscht sein von einer Person. Oder wie die das wahre Gesicht sehen. Das kann auch sein, durch ein Gespräch wird dir wie etwas klar. Dass hier wie etwas fehlt. Ich weiß nicht, es könnte auch ein Freund sein, eine Freundin. Vielleicht auch bei der Arbeit. Vielleicht hast du dir mehr Unterstützung bei der Arbeit erhofft oder wo auch immer oder beim Partner und ich sehe hier einfach dieses Gespräch öffnet dir wie die Augen und es zeigt dir irgendetwas, was dich etwas enttäuscht. Aber ich habe das Gefühl, das ist einfach, dass diese Energie blockt nicht deinen Weg und du dieser keiner Macht gibst. Also gib dieser Energie keine Macht. Aber ich habe das Gefühl, eben diese Person kann deinen Weg nicht verstehen. Es kann auch sein, dass du vielleicht selbstständig sein möchtest und vielleicht, keine Ahnung, deine Eltern oder Kinder, je nachdem wie alt du bist, verstehen das nicht und wollen es dir ausreden, sagen, ja, in deinem Alter macht man doch das nicht. Lass dich nicht unterkriegen. Gib auch Acht, wem du was erzählst. Wirklich, gib da Acht. Es kann sein, dass dich das sonst wie 2 Schritte zurückwirft, weil du das wie verarbeiten darfst. Warum 4 der Münzen? Ich sehe, dass du an etwas festhältst. Aber schauen wir noch schnell rein, warum dieses Festhalten.
Ja, du gibst nicht auf. Nein, 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 nein. Du gibst nicht auf. Du bleibst deinen Träumen treu. Ja, ich sehe, dass du, ja, es sind zwei Energien da. Mit einem Fuß bleibst du deinen Träumen treu. Der Stern, Wassermann-Energie. Wassermann ist auch das Sternzeichen, das nach den Sternen greift. Wassermann bringt Veränderung auf die Welt. Wenn es Wassermann nicht geben würde, würde die Welt noch in der Steinzeit leben, sagt man. Oder jeder Archetyp, also jedes Sternzeichen hat ihre Aufgabe. Und Wassermann hat die Aufgabe, neue Dinge in die Welt zu bringen. Eben wie einen neuen Stern, eine Sternschnuppe. Und ich sehe, dass du mit einem Bein deinem Ziel treu bleibst, deinen Wünschen treu bleibst. Aber ich sehe auch, dass du mit einem Bein noch dem hier treu bleibst. Das, was dich zurückhält. Das können Menschen sein, das können Ängste sein oder es können auch Glaubenssätze sein. Hier ist irgendeine Art Trigger. Finde heraus, was das für ein Trigger ist. Und dieser Trigger hält dich etwas zurück. Es können vielleicht auch Freunde sein, was auch immer. Jemand, der dich nicht versteht, habe ich das Gefühl. Jemand, der dich nicht versteht. Und du wünschst dir so sehr, dass die Person dich versteht. Und hier ganz, ganz wichtig. Kann natürlich auch umgekehrt sein. Also versuch auch deinen Partner zu verstehen. Zwar, du bist Wassermann. Wassermann im Licht gelebt, versteht alle Menschen. Versteht ist wirklich offen, grundsätzlich. Aber ich sehe hier eben mit einem Fuß der Vision treu bleiben, aber mit dem einen Fuß dem hier im sieben der Schwerter festhalten. Also hier deine Energie zu dir ziehen. Dich nicht zurückhalten, ganz, ganz wichtig. Beruf oder Liebe, es ist egal. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Wassermann? Ja, zweifle nicht. Zweifle nicht, neun der Schwerter. Ritter der Kelche, wenn der Kelch der Fülle kommt, wenn der Kelch oder die Antwort über deine Seelenmission, über deine Herzensstimme kommt, nimm sie an. Nimm sie an. Du wirst es fühlen in deinem Herzen. Nimm es an. Hör nicht auf die anderen. Wenn es etwas ist, was dir so viel Freude bereitet, dir gut tut und schön ist, dann nimm es an. Was liegt im Schatten? Wassermann. Was siehst du nicht? Ja, hier liegt der Erfolg. Hier liegt das große Glück. Aber es ist dir nicht bewusst, dass hier das Glück kommt, wenn du dort deiner Herzens, vielleicht geht es auch um die Suche, oder dass du dieser Herzenssuche treu bleibst, dass dort der Erfolg liegt. Also bleib dir wirklich treu, weil hier liegt der Erfolg, egal wo jetzt dein Thema ist. Ja, mein lieber Wassermann, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.